Sie lebt noch! Ich fass es nicht! Jess lebt noch! Warum ist da eine Jacke gewesen? Und Schuhe? Oh nein, und bei ihr sind auch die Viecher. Und die sind auf dem Weg zum Sanatorium, während die anderen da, oder während Dingens da schon wieder raus ist. Aber wir haben auch bis jetzt immer noch nicht die Schlüssel gefunden. Das ist ein riesengroßer Wichs. Kein Plan, wo Josh ist, kein Plan, wo die Schlüssel sind. Im Prinzip kein Plan von gar nichts. Oh Mann. Moment. Ein Totem. Josh? Der sich entweder verwandelt hat oder anfängt durchzudrehen. Auf jeden Fall wird er uns jetzt Ärger machen. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Kanalisation, ja super, lass uns mal voll durch die Scheiße laufen. Was haben wir da sonst noch? Da haben wir doch was. Toll. Geht wirklich nicht. Die Ziege hat nicht mal gespielt, so eine Scheiße. Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Nicht wirklich. Na los! Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Emily. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Zum Scheißhaus? Könnte ja auch sein. Das muss ja nicht zwangsläufig alles zum Irrenhaus führen. Ja, komm, jetzt geh schon runter. Beschwer dich nicht. Immerhin lebst du noch. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. So. Und jetzt sitzen wir nämlich in der Falle. Wer sagt nämlich, dass das, was uns verfolgen wird, nämlich nicht von hinten kommt, sondern vor uns ist? Das glaube ich nämlich viel eher. Super. Mädels. Mädels. Mädels! Wo seid ihr hin? Mädels? Hallo? Wo seid ihr?
Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Eigentlich ist es keine gute Idee. Jessica. Oh! Jessica, bist du das? Lieber das, Wendigos können sich auch verstellen und nachahmen. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Weil ich dachte nämlich schon, dass hier irgendwo ein Totem rund liegt. Und das ist sicherlich nicht weiß. Ein Verlusttotem, dass irgendwer den Schädel zerdrückt kriegt. Wer klopft denn da dauerhaft? Das ist unter Garantie, ist es Jesse. Los, komm, dann machen wir mal auf. Das war keine gute Idee. Wow, toll. Shit, Sackgasse. Nein, ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Fragt sich denn keiner, was mit Ashley ist? Ich klettere weiter. Ist das ein Scherz? Geh zurück zur Lodge! Sollten wir nicht zusammenbleiben? Sam! Tut mir leid. Sorry, ich muss schnell zu Mike. Mit dir oder ohne dich. Komm einfach zurück, okay? Sie hat gesagt, sie klettert weiter. Also klettern wir mal. Ich muss mal hochkommen. Drumherum klettern. Oh! Los, komm! Na los! Also klettern können sie alle ziemlich gut. Geschafft! Ich habe es voll drauf! Ja, super! Und jetzt bist du alleine unterwegs. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, nee, falsche Richtung. Nicht dahin gehen, da könnte es nämlich wieder ziemlich tief runtergehen. Das ist keine gute Idee. Moment, was liegt da? Ach, da liegt nichts, da hätte ich runterspringen können. Super. Toll.
Jetzt habe ich den Rest nicht abgesucht. War das etwa das Sanatorium, was Mikey gesprengt hat? Hallo? Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, das war der Knall vom Sanatorium. Auf jeden Fall, das war einer der Geister. Das könnte auf die Finger gegangen sein. Ja, sowas nennt sich eine Schaufel. Das ist toll. Du kannst das schaffen. Oh, scheiße. Und natürlich direkt ins Schloss gefallen. Keine Chance, sie wieder aufzumachen. Wir werden hier unten elendig verrecken. Zum Beispiel? Ja, lebendig ist gut. Ja. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Aha. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Immer noch, was das für ein Kerl ist. Ist der einfach nur in seinem Schädel? Wahrscheinlich ja, geht ja nicht anders. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Jo. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. So wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, George. Tief atmen. Sie werden begeistert sein. Ich will
Sie werden es, wenn es fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen, sonst nicht mehr. Die Zeit für George ist noch gelaufen. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Break. Ich brauche jetzt einen Break. Definitiv. Oh, bis gleich. Okay. Wenn Josh... Nein. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Andere Richtung? Wenn Josh jetzt so eine große Gefahr angeblich ist, was wäre jetzt wohl, wenn er stirbt? Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Ich schwöre. Schädel vor, ey. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie hässlich das Ding wirklich ist. Ja. Und mir ist was Schräges aufgefallen. Was? Der Wendigo hat eine Narbe. Ja. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Beim Versteck. Wie kommst du darauf? Ein schreckliches Gefühl. Dito. Da will ich wirklich nicht reingehen. Es gibt keinen anderen Weg. Oh, Feuer. Und wieder ein Totem. Ein Glückstotem. Juhu! Endlich mal ein wenig Glück. Das heißt, es muss brennen. Die Villa muss niedergebrannt werden! Ja! Auf jeden Fall! Mike, ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Ach so. Das ist das Grab von Beth? Weiter.
Oh, weia. Gut. Ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ja, es ist arschkalt. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte... Okay. Also das... Will keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie. Toll. Danke. Aber aus irgendeinem Grund, es war ein Führungstotem und das wies auf das Rad. Das heißt, wir müssen nachher über das Rad gehen. Ein Glück kann ich mich daran noch erinnern, durch das Schneiden meiner Videos. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich auch schon längst vergessen. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Komm schon. Wir haben es geschafft. Erstmal Richtung... Ja, man kann gar nicht Richtung Rad gehen. Na toll! Okay. Moment. Ach so, da geht's wieder zurück ins Wasser. Okay. Er ist high oder sowas. Josh! Mike? Josh! Hey, Mike! Nicht, sag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Okay. Sam muss überleben. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. George schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Und das Pad war gerade eben bei mir am Vibrieren. Das heißt, nichts Gutes. So fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Oh Mann, was ist denn hier? Oh, guck mal, ich hab ein Stück Holz gefunden. Nein, es sind Gedärme! Ein Glückstotem im Haus. Okay, Sam darf sich da nicht bewegen im Haus. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viele von diesen Wendigos noch übrig sind. Ich habe vergessen mitzuzählen.
Aber es sind einige, die jetzt auf jeden Fall draufgegangen sind. Zum Glück. Zum Glück. 12 Leute waren es, ne? Es müssten 12 Wendigos gewesen sein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, Josh ist komplett durch. Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Er ist wirklich durch. Kann ich jetzt vielleicht zum Rad nicht? Nein, ich muss ins Wasser. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine scheiß Idee. Vielleicht, ich weiß schon warum, weil da war vorhin Wendigo. Ich will zum Rad. Ich will zum Rad. Weil das in der Prophezeiung war. Ich gehe. Oh, oh. Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Hannah? You spend